Die größte Therme der Welt steht im bayerischen Erding. 40 Kilometer nordöstlich von München ist seit der Jahrtausendwende eine gigantische Badelandschaft entstanden. Mit Hotel, Wasserrutschenanlage und Wellness-Oasen. Das ist so dekadent. Ehrlich. Ein künstliches Paradies für alle Bedürfnisse der Freizeitgesellschaft. Zwischen Rummel und Ruhe, Klangmeditation und Handtuchschlacht, die Sauna als Amphitheater. Das Schwitzen war irgendwie Nebensache. Das findet immer mehr Beliebtheit. 1,7 Millionen Gäste pro Jahr und die hinterlassen Spuren. Einige tauchen in den Tiefen der Wasserfilterung wieder auf. Brillen, ein Ehering habe ich schon gefunden, Schmuck natürlich. Ein Team aus Aufsicht und Technikern sorgt dafür, dass der Betrieb in der Megatherme reibungslos läuft. Ein Glasfaser-Element unter der Haut fühlt sich mir sicher nicht gut an. Ne? Erding bei München, 8 Uhr morgens. Noch ist es ruhig auf dem Gelände, das so groß ist wie 20 Fußballfelder. Kurz vor dem Besucheransturm gleicht die weltgrößte Therme einem unberührten Paradies. Eine künstliche Urlaubswelt unter Glasdächern. Im Sommer werden sie geöffnet. Der gesamte Komplex besteht aus einem textilfreien Bereich mit 25 Saunen, einem Thermenbereich für begleitetes Baden und angegliederter Vitaloase, der Rutschenlandschaft Galaxy mit 26 Wasserrutschen und einem Wellenbad mit Strömungskanal. Seit Tagesanbruch bereitet sich das Team auf den Besucheransturm vor. Es sind Schulferien. An solchen Tagen können bis zu 10.000 Besucher den riesigen Komplex mit seinen Becken, Saunen und Rutschen in Beschlag nehmen. Insgesamt 750 Mitarbeiter sind hier beschäftigt. Einer von ihnen ist Matthias Köppen. Aufgabe des Haustechnikers ist es, alle Funktionen zu überwachen und kleinere Schäden sofort zu reparieren. Ich habe eine Störmeldung bekommen. Da ist in dem Herrenbereich hier eine Dusche defekt. Und der Taster ist wahrscheinlich kaputt. Und jetzt muss ich erst mal schauen, welche genau es ist, damit ich sie reparieren kann. In diesem Bereich gibt es 25 Duschen. Welche davon defekt sein soll, weiß Matthias Köppen nicht. Da hilft nur ausprobieren. Ah, die ist es. Fast die letzte mal wieder. Der Techniker muss den. Die größte Therme der Welt steht im bayerischen Erding. 40 Kilometer nordöstlich von München ist seit der Jahrtausendwende eine gigantische Badelandschaft entstanden. Mit Hotel, Wasserrutschenanlage und Wellness-Oasen. Das ist so dekadent. Ehrlich. Ein künstliches Paradies für alle Bedürfnisse der Freizeitgesellschaft. Zwischen Rummel und Ruhe, Klangmeditation und Handtuchschlacht, die Sauna als Amphitheater. Das Schwitzen war irgendwie Nebensache. Das findet immer mehr Beliebtheit. 1,7 Millionen Gäste pro Jahr und die hinterlassen Spuren. Einige tauchen in den Tiefen der Wasserfilterung wieder auf. Brillen, ein Ehering habe ich schon gefunden, Schmuck natürlich. Ein Team aus Aufsicht und Technikern sorgt dafür, dass der Betrieb in der Megatherme reibungslos läuft. Ein Glasfaser-Element unter der Haut fühlt sich mir sicher nicht gut an. Ne? Ich meine, es sieht aus wie auf dem Schiff. Ein bisschen der Wellengang fehlt, aber nee, ich find's toll. Die Wellen sind zumindest in Sichtweite. Familie Bungert war noch nie in der Therme und möchte sich hier vom Alltagsstress erholen. Für ihre Admiralitätskajüte zahlt sie 365 Euro pro Nacht, inklusive Frühstück und einem Tag Thermeneintritt. Ja, Ruhe hat man schon. Ich meine, man kann ja die Trennwände runter machen und dann hört man den Papa nicht schnarchen nachts. Privatsphäre auf Knopfdruck. Müsst ihr euch überlegen, in welchen Raum ihr wollt. Aus einer Großraumkajüte werden zwei Doppelkojen. Das ist schon ganz gut für die Privatsphäre. Ja. Schön. Ich denke mal, so haben wir auf jeden Fall ein bisschen Ruhe vor den Kindern. Die vor uns aber auch. Das Hotel Victory hat 228 Zimmer und Kabinen. Es ist dem Segelschiff des legendären britischen Admirals Nelson nachempfunden und fast immer ausgebucht. Die vier wollen nun die Therme erkunden.
Für normale Gäste kostet die Tageskarte 31 Euro. Wer auch die Sauna nutzen will, muss noch 12 Euro drauflegen. Es sind Schulferien und schon 15 Minuten nach Öffnung ist die Auswahl an freien Plätzen knapp. Um sich als Basislager noch so eine Ruhemuschel zu sichern, müssen die vier schnell zugreifen. So, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht gut, tschüss. Ab, Wasser. Kinder weg und endlich Ruhe? Die Eltern wollen sich erstmal ausruhen. Da können die Wellen ruhig noch warten. Ach, ich will nur schlafen. Das ist doch herrlich. Jetzt könnten wir auch in der Südsee sein. Fällt nicht auf. Aber das ist genau das. Einfach abschalten. Ist alles cool. Die Eltern sind geparkt. Da können Jessie und Joanna nun Gas geben. Und zwar im Galaxy, der Wasserrutschenanlage der Therme Erding. Insgesamt 26 Rutschen in verschiedenen Schwierigkeitskategorien stehen zur Auswahl. Damit ist das Galaxy Europas größte Rutschenlandschaft. Rekordverdächtig sind auch die Wartezeiten, vor allem wie jetzt in den Schulferien. In Stoßzeiten muss man schon mal bis zu 20 Minuten in Kauf nehmen. Ja, wenn wir dann drin sitzen, dann kommt das alles wieder. Also dann macht's ja auch Spaß. Aber so lange Wartezeit davor zieht einen schon runter. Wird sich bestimmt lohnen. Unter Jugendlichen ist die Wasserrutschenanlage der wahre Grund, hierher zu kommen. Viele nehmen nur deshalb den Weg nach Erding auf sich, um sich die Rekordrutschen hinunterstürzen zu dürfen. Sehr cool, macht mir Spaß. Oh, hier ist Bock, mach mir doch mal ein. Eines der Highlights im Rutschenparadies darf man nur auf einem Reifen befahren. Vorausgesetzt, man findet noch einen. Die Mitarbeiter der Badeaufsicht müssen in diesem Getümmel den Überblick behalten und bei Bedarf schnell eingreifen. Wer hier nicht aufpasst, kann sich beim Rutschen schon mal wehtun. Schnittverletzungen oder Abschürfungen eigentlich hauptsächlich durch die Kids, die ein bisschen wilder unterwegs sind. Aber ansonsten. Oder eine kleine Beule, aber nichts Schlimmes meistens. Die Rutsche Magic Eye ist mit 360 Metern die längste Röhrenrutsche der Welt. Die Fahrt dauert hier etwa 1 Minute und 10 Sekunden. Dafür, dass trotz des Getümmels der Verkehr ungehindert fließt, sorgt Robert Weyer aus der Rutschenverkehrsleitzentrale. Von hier aus hat er das Geschehen immer im Blick, denn 16 Kameras überwachen die gesamte Rutschenwelt. Wenn es sich staut, kann Robert Weyer aktiv Einfluss nehmen. Also das meiste, was hier passiert, ist, dass hier die Ketten gebildet werden oder dass bei der Staustufe die Leute einfach staunen, indem sie da einfach stehen bleiben. Zum Beispiel jetzt hier mache ich jetzt die Durchsage, weil da hier welche stehen und das dürfen sie nicht. Bitte weiterrutschen, nicht stehen bleiben an der Magic Eye. Weiterrutschen, vielen Dank. Und so sorgt man für Ordnung. Im Galaxy gibt es auch Extremrutschen mit Sprungschanze oder Geschwindigkeiten von bis zu 72 Stundenkilometern. Die steilste Rutsche ist die Kamikaze mit einem Neigungswinkel von 60 Grad. Solche Rutschen dürfen erst ab 15 Jahren befahren werden. Alle Rutschen zusammen bringen es auf 2,5 Kilometer Gesamtlänge. Das Galaxy war bereits Schauplatz zahlreicher Wettkämpfe im Dauerrutschen. Hier wurden sogar Weltrekorde aufgestellt. Doch auf diese Rutsche darf vorerst niemand mehr. Denn offenbar gibt es ein technisches Problem, das Badegästen gefährlich werden kann. Wir haben festgestellt, dass bei unserer Rutsche jetzt gerade ein bisschen Wasserverlust ist. Anscheinend laufen nicht alle Pumpen, deswegen müssen wir sie jetzt mal sperren, kurz Technik Bescheid sagen und warten, was kommt. Und dann gehen wir sie wieder frei, sobald Wasser da ist. Um herauszufinden, was passiert ist, muss Techniker Matthias Köppen zu den Eingeweiden der Wasserwelt vordringen. Und diese liegen im Kellerbereich.
Bei 34 Grad ist es hier unten schwül und stickig. Diese Anzeigen geben Auskunft, welche Pumpen im Betrieb sind. Tatsächlich, die Geräte für die Wildwasserrutsche stehen still. Matthias Köppen will sich nun die entsprechenden Pumpen vorknöpfen. Seine Vermutung, ein Aussetzen der Steuerung. Sobald es Unregelmäßigkeiten bei der Energiezufuhr gibt, schaltet die Steuerung die Pumpen ab. Erste Maßnahme, ein Neustart der Anlage. Und das scheint zu helfen. Kaum ist sie hochgefahren, beginnen die Pumpen wieder zu arbeiten. Also Pumpen gehen regelmäßig kaputt. Da war eine Störung wahrscheinlich durch Stromschwankungen, hat der Frequenzumformer eine Störung rausgegeben und sofort ausgeschaltet. Ohne funktionierendes Pumpensystem ist der Wasserkreislauf unterbrochen. Nun aber sprudelt es wieder und die Wildwasserrutsche kann freigegeben werden. Zurück am Wellenbad. Mario und Svenja Bungert trauen sich allmählich ins Wasser. Die Wellen schlagen hier fast pausenlos an den Beckenrand. Nur zur vollen Stunde gibt es 10 Minuten Pause. Bis zu 1160 Kubikmeter Wasser und 800 Badegäste passen ins Becken. Reservierungen durch hinterlegte Handtücher kennt man vom Strandurlaub. Hier sind sie zwar offiziell verboten, werden aber irgendwie stillschweigend geduldet. Die größte Therme der Welt steht im bayerischen Erding. 40 Kilometer nordöstlich von München ist seit der Jahrtausendwende eine gigantische Badelandschaft entstanden. Mit Hotel, Wasserrutschenanlage und Wellness-Oasen. Das ist so dekadent. Ehrlich. Ein künstliches Paradies für alle Bedürfnisse der Freizeitgesellschaft. Zwischen Rummel und Ruhe, Klangmeditation und Handtuchschlacht, die Sauna als Amphitheater. Schwitzen war irgendwie Nebensache. Das findet immer mehr Beliebtheit. Eins kommt stärkt, geht es nun wieder weiter auf getrennten Wegen. Jesse und Joanna erkunden den Crazy River, einen 120 Meter langen Strömungskanal. Ihre Eltern Mario und Svenja genießen dagegen die kinderfreie Zweisamkeit. Im zentralen Thermenbereich ist es heute nicht ganz so voll wie im Wellenbad. Wer sich auf die Suche begibt, kann durchaus noch ein paradiesisches Rückzugsgebiet finden. Das ist so dekadent. Ehrlich. Weltklasse. Weit weniger entspannt geht es 3 Meter unterhalb der Becken zu, in den Katakomben der Technik. Anruf für Haustechniker Matthias Köppen. Einer der Bademeister ist am Telefon. Ah, okay. Wo war das genau? Hallo, also. Ja, ich schau mal, was ich tue. Da hat sie ihren Kindern Spaß erlaubt und die Badeente in den Überlauf reingestopft und ist jetzt wahrscheinlich hier unten im Keller. Und da schaue ich mal, ob ich es finde und wieder rausholen kann. Hier im Keller befindet sich für jedes Becken der dazugehörige Wasserspeicher, der sogenannte Schwallwasserbehälter. Er fängt das Wasser auf, das über die Überlaufrinnen aus dem Becken schwappt und reguliert so den Wasserstand. Auch weggespülte Gegenstände können hier landen und wieder herausgefischt werden. Es sind nicht nur Badeenten, die unten zum Vorschein kommen. Die Auffangbehälter sind Sammelbecken für alles, was schwimmt und nicht absinkt. Das ist der Schwallwasserbehälter von unserem Wellenbecken. Hier ist wieder alles Mögliche. Von Schmuck, Haarbänder, Kleinteile von Schwimmhilfen, Getränkebecher. Alles, was von oben über die Überlaufrinne reingestopft wird, kommt hier unten an und schwimmt dann rum, bis wir es rausholen. Das Wasser wird permanent abgepumpt. Bevor es von hier in den eigentlichen Reinigungskreislauf geht, werden gröbere Partikel über solche Filterkörbe aufgefangen. Oft werden sie mehrmals am Tag geleert. Wenn wir zum Beispiel einen Herbststurm haben, wo viel Laub ins Außenbecken reinkommt, sind teilweise 3-4 Mal am Tag die Körbe zum Tauschen, weil sich das ganze Laub hier sammelt. Zwischendurch finden sich auch immer wieder mal Wertsachen. Brillen, ein Ehering habe ich schon gefunden, Schmuck natürlich. So kleine Teile findet man schon öfters mal. Schmuck, ja, sehr oft.
Bei bis zu 10.000 Besuchern pro Tag kommt einiges an Fundstücken zusammen. Sie alle landen schließlich hier, bei Helga Zappe in der Fundsachenaufbewahrungsstelle. Da haben wir für jeden Tag eine Kiste, wo wir das dann eben einsammeln, was bei uns wieder zurückgegeben wird an Fundsachen. Ein riesiger Weihnachtskalender und manchmal sogar mit weihnachtlichen Fundsachen. Also wir haben hier auch von der Armee Kerl, 24.12. Heiligabend, ist ein kleines Gebiss liegen geblieben. Also das war dann der Braten nicht mehr so gut. Oder Gebetswürfel zum Beispiel haben wir hier auch. Oder eine Saucière, was auch ganz wichtig ist in der Therme beim Baden. In der Hauptsache sind es Handtücher und Badebekleidung, die einfach vergessen wurden. Es gibt allerdings auch ein kleines Endlager für Schätze, die keiner mehr abholt. So, schauen wir mal, was da alles drin ist. Was auch das städtische Fundbüro nicht annimmt, landet in diesem Umschlag. Also, da haben wir jetzt so eine Uhr, dann Kettchen, Schlüssel und was haben wir denn da noch? FC Bayern-Karte. Dann so, ja, so Perlenketten und solche Dinge. Also das, was man halt einfach dann wirklich dem Besitzer nicht mehr zuordnen kann, was man aber wirklich dann auch nicht irgendwo in den Müll geben möchte. Und das Fundamt nimmt sowas auch nicht. Denn das nimmt nur echte Wertsachen. Das Ehepaar Bungert zieht es nun in die 5 Meter hohe kugelige Textilsauna im Bali-Garten. Hier soll man sich auf mysteriöse Weise entspannen können. Schwitzen bei 75 Grad. Saunagäste bekommen hier regelmäßig Besuch. Hallo zusammen, ich bin der Daniel. Daniel schickt seine Gäste auf Duftreise mit einer aromatisierten Geschichte. Die Vögel grüßen den Abend mit ihrem klangvollen Gesang. Zur Lautsprecherstimme fächelt der Saunameister Düfte von ätherischen Ölen hinzu. Du schläfst. So, und jetzt Bambusse und Gräser. Ein erfrischender Wasserfall. Also ich habe den Sinn noch nicht so ganz verstanden. Im Grunde ist das wie eine gute Nachtgeschichte. Das sollte ich eine Viertelstunde mitnehmen. Okay. Also du hast die Entspannung, du hast eine schöne Geschichte und als Goodie dazu kommt dann auch noch der Duft. Die Sinnesreise stößt beim Ehepaar Bungert auf ein geteiltes Echo. Ich fand das super interessant. Das hat so einen 2D-Effekt irgendwie so. Also es geht einfach einen Schritt weiter als das, was man schon mal irgendwann in seinem Leben mitbekommen hat. Also mich irritiert das mehr. Also ich kenne halt Sauna einfach nur mit, ich sitze da rein, dann warte ich, bis ich anfange zu schwitzen und dann gucke ich, dass ich ganz schnell wieder rauskomme. Doch bevor es rausgeht, heißt es abwarten und Tee trinken. Eine asiatische Teezeremonie bildet den Abschluss der duftenden Sinnesreise. Cheers. Außergewöhnlich. Nun ist es in der Therme Erding Zeit für Bewegung. Bis zu 7-mal pro Tag gibt es im großen Thermenbecken 20 Minuten Wassergymnastik. Hier kann jeder mitmachen, aber gezwungen wird niemand. Auch im Sommerurlaub haue ich beim Animateur ab. Der Junge, der ist nett, der macht Spaß, der macht Schwimmung, aber ich bin nicht derjenige, der im Wasser da rumturnt. Verteilt auf das Thermengelände gibt es 31 große und kleine Becken. Sie ergeben die Gesamtwasserfläche von der Größe eines Fußballfeldes. Die Becken müssen ständig gereinigt und generalüberholt werden. Dieses Mal sind 2 Thermalbecken an der Reihe. Jedes Jahr erfolgt eine komplette Revision. Hier sprudelt sonst 38 Grad warmes, schwefelhaltiges Wasser. Es sieht so aus, als wenn ich den Brunnen kaputt machen würde, aber das sind Ablagerungen, die durch den hohen Schwefelgehalt vom Wasser, wie ihr seht, wird schon ziemlich starke Schicht ab. Und ab und zu muss es gewartet werden und das machen wir jetzt. Revisionen müssen auch während des normalen Gästebetriebs laufen. Das Thermalwasser ist für Badegäste heilsam, aber für Fliesen, Fugen und Steine eher schädlich. Beim Reinigen dürfen die Materialien nicht zu stark beansprucht werden.
In der Therme sind daher externe Spezialisten im Einsatz, die für den optimalen Mix aus passenden Reinigungsmitteln zuständig sind. Wir sehen jetzt da zum Beispiel, das ist Naturstein, ist halt immer ein bisschen schwierig zum Reinigen. An der Wassertrennlinie, da hat man eben mineralische Ablagerungen oder halt auch Fettablagerungen und das muss man halt im Wechsel reinigen. Gegen die mineralischen Ablagerungen helfen säurehaltige Mittel, gegen Fett sind es alkalische. Bis zu 10.000 Badegäste pro Tag hinterlassen überall ihre Spuren. Natürlich Verunreinigungen von menschlichen Sekrete, sage ich mal, das kommt natürlich vor, gerade im Kinderbecken, dass mal irgendwas daneben geht. Ansonsten ja, sind das überwiegend Haarklammern, Haarbüschel und so weiter, was dann unten aber von der Filtration ja zurückgehalten wird. Zum Abschluss jeder Reinigung werden die letzten Schmutzreste mit Hochdruck abgelöst und weggespült. In der Therme Erding gibt es insgesamt 24 Thermalbecken. Die Sohlegrotte wird noch zusätzlich mit Salz angereichert. Damit der Salzgehalt immer konstant bleibt, muss Techniker Matthias Köppen ihn regelmäßig überprüfen und anpassen. Dazu befüllt er den Sohlebehälter mit der benötigten Menge an Natursalz. Wir haben eine elektronische Messung. Die Leitfähigkeit wird hier gemessen in dem Becken. Und je nachdem, wie niedrig die Leitfähigkeit ist, müssen wir Salz dazugeben. Bis zu 2 Tonnen Meersalz verschlingt der Behälter alle 2 Tage. Die Salzlösung fließt über ein Leitungssystem zum Schwallwasserbehälter des Beckens. Permanentes Nachfüllen ist notwendig, da ein Teil des Salzes am Körper der Badegäste hängen bleibt und ein weiterer Teil über die Wasserfilterung entzogen wird. Auch das Ehepaar Bungert lässt sich vom Salzwasser in einem der Vitalbecken tragen. Zusätzlich soll heute eine tibetische Wasserklangschalenzeremonie für Entspannung sorgen. Bei Mario Bungert scheint die meditative Wirkung sofort anzuschlagen. Die Schallwellen bringen das Wasser in Schwingung und sollen Verspannungen lockern. Diese Schwingungen übertragen sich auf unsere Zellen. Und somit kommen unsere Zellen in Einklang. Der eine scheint in seinem klangvollen Wasserbett tiefenentspannt, der anderen scheint die ungewohnte Position eher Nackenschmerzen zu verursachen. Nach 20 Minuten Rückkehr ins Hier und Jetzt. Ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe, um einzupennen, 3 Minuten oder so. Das schaffe ich zu Hause im Bett nicht. Es waren die Klänge, die Bläschen, das Fallen lassen, keine Ahnung. Ich habe eigentlich gedacht, ich wäre ein harter Hund, aber das hat mich echt weggehauen gerade hier. Ey. Muss ich schon sagen. War schön. Die Klangschalenzeremonie findet hier jeden Abend statt. Um die gesamte Therme zu erkunden, kann es bis zu 3 Tage dauern. Schöpfer und Betreiber des künstlichen Paradieses ist Jörg Wundt. Zur Eröffnung am 3. Oktober 1999 gab es zunächst nur einen Thermen- und Saunabereich. Schon damals hatten Jörg Wundt und sein Vater die Vision, Hunderttausende ins Münchner Hinterland zu locken. Die Therme wird deshalb ständig erweitert. Ich habe mir über 40 Bäder angeschaut in der Planungs- und Bauphase. Ich habe dann optimiert, Sachen, das kann man übernehmen. Die Palmen haben wir uns aus den Centerparks geliehen. Wir haben uns andere Thermalbäder angeschaut, haben die Kombination hier gemacht aus Südsee und Thermalbad. Und wir sehen die Mischung, wie man sonst nur weiter weg erleben kann. Die Megatherme ist eigentlich Ergebnis einer erfolglosen Ölbohrung Anfang der 80er Jahre unter dieser Glaspyramide. Statt auf Öl stieß man aber in 2,3 Kilometern Tiefe nur auf übel riechendes 63 Grad heißes Schwefelwasser. Also natürlich haben wir dieses Wasser getrunken, wir haben es alle versucht, aber der Schwefelanteil macht es sehr, sehr unappetitlich. Doch die Quelle entpuppte sich als Heilquelle. Ihr Wasser wird gleich mehrfach genutzt. Das Wasser steht durch den Eigendruck nun ca. 150 Meter unterhalb der Erdoberfläche. Durch eine Unterwasserpumpe wird es nach oben befördert und fließt zunächst in ein benachbartes Geoheizwerk. Dort erwärmt das 65 Grad heiße Wasser zunächst Teile des Fernwärmenetzes der Stadt Erding. Dabei wird das Thermalwasser auf 45 Grad heruntergekühlt.
Bei diesem Prozess kommt es nicht mit dem Fernwärmebrauchwasser in Berührung. Anschließend wird das Thermalwasser auf 20 Grad heruntergekühlt und gefiltert. Dabei wird der hohe Schwefelgehalt entzogen. Schließlich kommt es in Badewasserqualität bei der Therme Erding an und wird dort für jedes Becken individuell aufbereitet. Zur Illusion eines bayerischen Südseeparadieses gehören auch 450 echte Palmen, einige davon bis zu 18 Meter hoch. Die bis zu 60 Jahre alten Bäume stammen aus Südostasien und Australien und kamen per Schiff nach Europa. Am einfachsten sind eben diese Adonidia merrillis. Das sind die, die wirklich das vom Klima her auch am besten vertragen. Das ist eine Warmhauspalme und zum Beispiel hier Woodwetia bifurcata, kommt aus Australien, Queensland. Und die ist also schon, ja, kann man sagen, eine Zicke. Man sieht sie an der Seite, geht der Wedel nicht ganz auf, sind halt die kleinen Tücken. Damit sich die exotischen Schützlinge von Gärtner Jürgen Büttner in Europa akklimatisieren konnten, wurden sie vor dem Einpflanzen in Erding noch in holländischen Gewächshäusern zwischengelagert. Umzug und Klimawechsel haben bei den empfindsamen Gewächsen Spuren hinterlassen. Wenn man jetzt mal den Palmenstamm hochgeht, man sieht, er wird immer enger. Und das ist ein Zeichen, dass die Palme in der Phase wenig Wasser hatte. Das ist also diese Umpflanzphase, wo sich neue Wurzeln bilden müssen. Und das kann man an dem Palmenstamm schön erkennen. Damit es den Bäumen in ihrer künstlichen Umgebung an nichts fehlt, sind sie an ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem angeschlossen. Alle 30 cm ist eine Tropfstelle. Und wenn dann das System anspringt, tropft aus jeder Stelle in der Stunde 2,9 Liter. Der Ursprung dieses Lebenserhaltungssystems befindet sich in den Katakomben der Therme, verborgen vor den Blicken der Badegäste. Hier stehen die Wurzeln in gigantischen Betontöpfen. Innen befinden sich Erde und Drainagen. Was man hier ganz toll erkennen kann, dass die Palme wirklich ganz toll wächst. An den Wurzeln kräftig weiß, wunderschön. Jeder Betonkübel ist ausgestattet mit einer Sensorik. Hier oben ist der Schacht für den Feuchtigkeitsfühler. Der geht durch die Erde in den Palmenwurzelballen hinein. So wird bei jeder Palme der Wasser- und Düngerbedarf individuell ermittelt. Der Dünger befindet sich in diesen Behältern. Über Dosierpumpen und Schläuche wird er bedarfsgerecht auf die Pflanztröge verteilt. Wir legen Wert auf grüne Wedel und deswegen ist auch der Stickstoffanteil höher. Kalium ist höher und Phosphor, der für die Blüte da ist, ist geringer. Das System aus Sensorik, Bewässerung und Düngung wird per Computer gesteuert. Am Bildschirm kann der Gärtner erkennen, ob es den Palmen gut geht. Dann kann ich zum Beispiel hier jetzt eine Palme anschauen. Und dann sehe ich Bodenfeuchtigkeit bei 25%, ist alles im grünen Bereich. Das Wellenbad ist das modernste Becken in der Therme. Es wurde Ende Oktober 2014 fertiggestellt. Taucher kontrollieren es regelmäßig. Das Bad hat an der Seite 6 Wellenkammern. Von außen sind sie nicht einsehbar und vor den Badegästen sind sie gesichert. Hier entstehen die verschiedenen Wellen. Die Taucher müssen die Kammern ständig auf Beschädigungen, wie zum Beispiel lockere Fliesen, absuchen. Sie können von den Wellen herausgeschleudert werden und Schwimmer verletzen. In den Kammern finden sich auch immer wieder Gegenstände, die Badegäste verloren haben. Erzeugt werden die Wellen nebenan im Maschinenraum, und zwar durch Luftdruck mithilfe von riesigen Ventilatoren. Diese blasen Luft durch ein Leitungssystem und verteilen sie auf die 6 Wellenkammern. In diesen 6 Wellenkammern wird Überdruck erzeugt. Durch diesen Überdruck wird das Wasser in Bewegung gesetzt und kann dann durch diese Wellenkammer ins Becken weitergeleitet werden. Die Luft wird in rhythmischen Schüben durch geöffnete Klappen in die Wellenkammern gestoßen. Dort bringt sie das Wasser in Wallung und löst Wellen aus.
Die Luft entweicht aber nicht ins Wasser, sondern strömt über die Lüftungsklappen wieder zurück in den Maschinenraum. Deshalb entstehen im Wasser auch keine Blasen. Je nachdem, welche der sechs Kammern angesteuert werden, lassen sich verschiedene Wellenbilder erzeugen. Man kann es vergleichen wie eine Orgel. Man hat für jeden dieser Wellenkammer hat man die Möglichkeit, die Klappe auf und zu machen. Und so entstehen durch die unterschiedlichen Klappen natürlich auch unterschiedliche Wellenbilder. Auf bis zu 3 Meter Höhe können die Wellen geregelt werden. Die Schwimmaufsicht ist so etwas wie der DJ der neuen deutschen Welle. Je nach Publikum wählt er das Wellenprofil und die passende Intensität. 5 unterschiedliche Stufen hat er dafür zur Verfügung, von sanft bis wild. 50 Minuten pausenloser Wellengang pro Stunde. Wenn die jetzt natürlich nicht so gut schwimmen können, dann muss man die Welle eher klein schalten, weil dann natürlich auch viele Probleme bekommen würden. Aber wenn wir jetzt sehen, wir haben eher so sportliche Schwimmer, dann können wir die schon mal anhand von dem Drehregler hier ein bisschen stärker machen. Goldene Regel für die Badeaufsicht: Die perfekte Welle darf nicht überschwappen. Der Saunabereich ist der exklusivste und zugleich teuerste Teil der Therme Erding. Für 43 Euro Eintritt hat man den ganzen Tag Zugang zu 26 Themensaunen und Dampfbädern sowie allen anderen Thermenbereichen. Auch die Bungerts sind neugierig und testen die weltgrößte Saunalandschaft. Im 85 Grad heißen Rosenpavillon verströmen 2000 konservierte Rosen ihre Düfte. Jede Sauna hat ein eigenes Thema. Alle zusammen können gleichzeitig 1000 Besucher aufnehmen. Bei der schier endlosen Auswahl schafft selbst der hartgesottenste Saunafreund nur einen Bruchteil des Angebots. Santiago ist einer der Aufgussmeister. Er und seine Kollegen sind den ganzen Tag unterwegs, um immer neue Aufgüsse zu mixen. Im Keller befindet sich das Duftreservoir. Die Duftnoten wechseln ständig, je nach Saunamotto und Jahreszeit. Zum Beispiel im Sommer, da gehen wir so mit Orangen, Limettendüften und dann gehen wir weiter Richtung Winter und dann gehen wir auf Fichtennadel, Tannenfichte und so weiter. Bis zu 90 Aufgüsse machen er und seine Kollegen an einem Thermentag. Denn für die Kunden gehören heiße, duftende Wasserdampfwolken ganz selbstverständlich zum Erdinger Saunaerlebnis dazu. In der Zirbelstube gibt es echte bayerische Stammtischkultur bei 55 Grad. Hier dürfen ausschließlich Männer rein. Und die bekommen ihren ganz besonderen Aufguss in bruchsicheren Gläsern gereicht, gestiftet von einer Erdinger Brauerei. Natürlich alkoholfrei. In die Sauna gehen, um zu schwitzen, das reicht den Kunden offenbar nicht. Die Freizeitgesellschaft verlangt nach immer neuen Wellnessangeboten. Hier gibt es Eis zum Einreiben der heißen Haut oder als Träger exotischer Düfte. Denn Duft on the Rocks hält länger vor. Santiago bereitet einen Showaufguss vor mit Düften von Fichtennadeln bis Blutorangen. Also es ist wie beim Wein trinken. Man fängt langsam an, also mit einem schönen Aperitifwein und dann beendet also mit einem schönen kräftigen Wein. Schauplatz für den Schauaufguss, die Keltenthron-Sauna. Ein wirklich heißes Spektakel. Auf dem Spielplan der Kampf um Rom, inszeniert und aufgeführt von den Erdinger Paradise Guides. Brüder Roms, heute ziehen wir in den Krieg für den einzig wahren Imperator Marcus Aurelius. Die Sauna als römisches Amphitheater. Ein antikes Handtuchdrama als Showeinlage zum Saunaaufguss. Bei 75 Grad zeigen die Saunameister hier Flagge. Und die Bungerts dürfen mit echten Handtuchgladiatoren auf Tuchfühlung gehen. Bei so viel schweißtreibender Handtuchakrobatik vergessen die Zuschauer fast, dass sie hier in der Sauna sind. Es war echt so, als
sitzt du in irgendeinem Musical, kriegst alles hautnah mit. Das Schwitzen war irgendwie Nebensache. Das war echt mal ein cooler Event. Eventsauna. Für alle, denen bloßes Schwitzen nicht reicht. Was ist im Kommen, das Ganze? Also es gibt ja auch schon Meisterschaften, Deutsche Meisterschaft, Weltmeisterschaft und so weiter. Und es findet immer mehr Beliebtheit. Um 23 Uhr müssen auch die letzten Gäste den Saunabereich verlassen. Nun schlägt die Stunde von Vorrat Jakubi und seinem Reinigungsteam. Der Asari geht mit seiner Mannschaft in den Saunabereich. Bitte unter die Bänke alles richtig mit Mittel einsprühen. Legen wir los, die Maschine vorbereiten bitte, Schläuche alles legen. Ja, alles gut. Okay, bitte. 26 Saunen und Dampfbäder, dazu Fußböden und Treppenstufen. Das Reinigungsrollkommando arbeitet sich in Zweierteams durch den Vitalthermenbereich. Auf und unter den Saunabänken sammelt sich getrockneter Schweiß. Er enthält vor allem Salze, die das Material angreifen. Nur 7 Stunden haben die 8 Mitarbeiter jetzt Zeit, um überall klar Schiff zu machen. Bei den Reinigungsmitteln wird immer gewechselt. Mal saure Mittel gegen Kalk, dann wieder alkalische gegen Fett. Auch wenn die Saunen abgeschaltet sind, bleiben sie noch lange heiß. Putzen extrem. Die Sauna innen drin ist schon sehr anstrengend. Wir müssen gerade nach Saunaschließung schon anfangen, sonst schaffen wir auch wieder von der Arbeitszeit hier. Und die Saunen sind sehr heiß. Und so wird nachts ebenso viel geschwitzt wie tagsüber im Gästebetrieb. Am nächsten Morgen bleibt in der Therme der Wasserrutschenkomplex vorerst geschlossen. Denn nun heißt es Einsatz für die Rutschenpolizei. Rutschentester Veit Hanatsch und Techniker Helmut Hensel knöpfen sich heute die Röhrenrutsche vor. Gut, fangen wir mal an. Die beiden inspizieren die Oberfläche auf Beschädigungen. Also da ist jetzt eine Schadstelle. Da müssen wir halt jetzt das aufnehmen und das müssen wir dann eben bearbeiten. Das wird längst angeschliffen. Also Gott sei Dank rutschen sie alle mit Reifen. Sollte das jetzt mal nicht passieren, dann ist es vielleicht eine ganz kleine Schürfwunde, aber mehr passiert da auch nicht. Das Oberflächenmaterial ist ein Verbundstoff aus Glasfasermatten und Kunstharz. Obwohl es sehr robust ist, müssen die Rutschen täglich kontrolliert werden. Das Gefährlichste wäre wirklich jetzt, dass eben die oberste Schicht aufplatzt und der Gas kommt jetzt da runter und wird sich das unter die Haut schieben. Ne? Und ein Glasfaserelement unter der Haut fühlt sich mit Sicherheit nicht gut an. Ne? In der längsten Röhrenrutsche der Welt kann die Inspektion schon mal länger dauern. Jede noch so kleine Unebenheit wird aufgenommen. Häufige Schäden sind Einrisse oder Ausbuchtungen an den Fugen. Als Orientierung für die spätere Ausbesserung dienen Nummern an den einzelnen Rutschenabschnitten. Es sind ja etliche 1000 Liter Wasser, was da durchfließen durch die Rutsche. Und da es natürlich die Oberflächen eine gewisse Stabilität braucht und dadurch einfach eine Abnutzung entsteht, ist ja ganz normal. Ne? Du hast einfach mehr Verschleiß bei uns. Pro Tag fließen allein durch diese Rutsche rund 8400 Kubikmeter Wasser. Doch es ist nicht nur die Reibung des Wassers, die dem Material zusetzt. Unter den 300 Badegästen, die pro Stunde hier rutschen, sind immer auch einige Raudis. Die springen raus, dann haben sie Uhren um, Schmuck. Und immer wenn sie rausspringen würden und aufkommen, dann kann schon mal passieren, dass es aufplatzt. Ein paar Unebenheiten in den Fugen, ein paar aufgeplatzte Stellen an der Oberfläche. Bis am Nachmittag die Gäste kommen, muss alles repariert sein. Also von unserer Sicht ist das eine Arbeit von, würde ich sagen, eine halbe Stunde. Und dann können wir ganz normal die Gäste reinlassen und dann geht's los. Zum Ausbessern dient eine Paste aus Farbe und Kunstharz. Sie ist schnell trocknend und muss extrem glatt aufgetragen werden. Einige Rutschen lassen sich zur Kontrolle nicht so einfach ablaufen. Viele Mitarbeiter mussten deshalb einen Bergsteiger-Grundkurs absolvieren. Jeder Kontrolleur wird von einem Kollegen gesichert. Veit Hanatsch knöpft sich die Highspeed-Rutsche Kamikaze vor. Sie hat 60 Grad Gefälle. Hier ist die Rutschfläche aus Metall. Im Visier hat er besonders die Schweißnähte. Da kann es mal passieren, dass so eine Schweißnaht reißen kann. Das ist das Gröbste, was passieren kann. Und das kontrollieren wir, das müssen wir jeden Tag kontrollieren. Sein Kollege hat inzwischen alle aufgeplatzten Stellen verfüllt und ist bei den Schleifarbeiten. Die längste Röhrenrutsche der Welt kann wieder in Betrieb gehen.
gerade noch rechtzeitig, denn die ersten Badegäste warten bereits. Wer dem Massenandrang entfliehen will, kann sich im Royal Spa-Bereich für 60 Euro so einen Korb mieten. Oder gleich ein ganzes Separé. Dieses kostet 120 Euro. Dazu gibt es Champagner und standesgemäße Bestuhlung für den Spa-König. Das teuerste Zimmer, die Brilliant Suite, kostet 180 Euro. Dafür gibt es hier auch den besten Champagner. Die Suitenkategorien sind auch dementsprechend den Champagner mit angepasst. Das heißt, umso höherwertig die Suite ist von der Kategorie, desto höherwertig ist der Champagner oder der Prosecco, wenn mit dabei sind. Auch umso größer ist die Suite. Die Becken allerdings hat hier niemand exklusiv. Bis zu 10.000 Badegäste am Tag teilen sich 5.760.000 Liter Wasser, verteilt auf 31 Becken. Die Wasserfilterung wird da zur technischen Herausforderung. Ein Stockwerk tiefer ist Techniker Matthias Köppen auf Kontrollfahrt. Zur Reinigung wird das Wasser aus den Schwallwasserbehältern der Becken durch solche Reaktionsbehälter gepumpt. Ozongas tötet darin die Bakterien ab. Feinere Schwebeteile bleiben anschließend in solchen Mehrschichtfiltern hängen. Diese Filter filtern noch Partikel raus, Haut, Schuppen, Hautschuppen, Haare, die ganz kleinen Teile. Die werden hier rausgefiltert und wird dann danach nochmal geklort und geht dann sauber ins Becken wieder rauf. Etwa alle 60 Minuten wird über 27 Filter die komplette Wassermenge gereinigt. Den Chlorgehalt reguliert eine vollautomatische Messtechnik. Matthias Köppen muss sie dreimal täglich überprüfen. Dies ist das Herzstück von der Messung. Hier sind Sollwerte eingestellt, wie viel Chlor, freies Chlor wir im Becken haben sollen. Wenn zu viel ist, hört die Chlorpumpe auf zu pumpen. Wenn zu wenig ist, wird die Chlorpumpe angesteuert und es wird Chlor zugegeben. Zur Kontrolle prüft Köppen Chlorgehalt und pH-Wert mit Hilfe einer Wasserprobe, die er mit Chemikalien anreichert und einem Photometer auswertet. Die manuell gemessenen Werte gleicht er dann mit der automatischen Messung ab. Alles in Ordnung. pH-Wert im grünen Bereich und Chlorwert auch im grünen Bereich. Währenddessen im Wellenbad. Einsatzbesprechung mit dem Veranstaltungsteam. Hier soll gleich eine Bühne entstehen, Mittelpunkt der karibischen Nacht, die morgen hier startet. Auf die Techniker wartet eine knifflige Aufgabe. Ihr wisst Bescheid, wir haben noch Gästebetrieb momentan. Wir müssen halt aufpassen, dass wir jetzt hier mit den Gästen nicht in Konflikt treten und dass wir die jetzt nicht im Badebetrieb möglichst stören. Ja. Aber dann würde ich sagen, können wir loslegen, oder? Alles klar, legen wir los. Gut, danke und auf geht's. Zwei LKW-Ladungen voller Bühnentechnik stehen bereit. Die Herkulesaufgabe, alles so aufzubauen, dass sich kein Badegast verletzt und alle Füße heil bleiben. Die Techniker müssen einerseits vorsichtig sein, sich andererseits aber auch ranhalten. Wir müssen ab 22 Uhr fast die Nachtruhe einhalten, weil wenn unsere Gäste hier über Nacht nicht schlafen können, dann haben wir auch wieder das Problem. Zunächst kommt Licht- und Tontechnik zum Bühnenbereich. Sie wird vorerst am Rand geparkt, denn als nächstes entsteht hier ein Gerüst. Es besteht aus solchen Stahlelementen. Die Monteure bauen sie zu einer Art Traverse zusammen. Mit solchen Hubkränen wird später ein Querbalken auf die Träger gehoben. Es ist so, dass das jetzt dann, das wird da drauf gehoben und dann. Die größte Therme der Welt steht im bayerischen Erding. 40 Kilometer nordöstlich von München ist seit der Jahrtausendwende eine gigantische Badelandschaft entstanden. Mit Hotel, Wasserrutschenanlage und Wellness-Oasen. Das ist so dekadent. Ehrlich. Ein künstliches Paradies für alle Bedürfnisse der Freizeitgesellschaft. Zwischen Rummel und Ruhe, Klangmeditation und Handtuchschlacht, die Sauna als Amphitheater. Schwitzen war irgendwie Nebensache. Das findet immer mehr Beliebtheit. 1,7 Millionen Gäste pro Jahr und die hinterlassen Spuren. Einige tauchen in den Tiefen der Wasserfilterung wieder auf. Brillen, ein Ehering habe ich schon gefunden, Schmuck natürlich. Ein Team aus Aufsicht und Technikern sorgt dafür, dass der Betrieb in der Megatherme reibungslos läuft. Ein Glasfaserelement unter der Haut fühlt sich sicher nicht gut an. Ne?
Erding bei München, 8 Uhr morgens. Noch ist es ruhig auf dem Gelände, das so groß ist wie 20 Fußballfelder. Kurz vor dem Besucheransturm gleicht die weltgrößte Therme einem unberührten Paradies. Eine künstliche Urlaubswelt unter Glasdächern. Im Sommer werden sie geöffnet. Der gesamte Komplex besteht aus einem textilfreien Bereich mit 25 Saunen, einem Thermenbereich für begleitetes Baden und angegliederter Vitaloase, der Rutschenlandschaft Galaxy mit 26 Wasserrutschen und einem Wellenbad mit Strömungskanal. Seit Tagesanbruch bereitet sich das Team auf den Besucheransturm vor. Es sind Schulferien. An solchen Tagen können bis zu 10.000 Besucher den riesigen Komplex mit seinen Becken, Saunen und Rutschen in Beschlag nehmen. Insgesamt 750 Mitarbeiter sind hier beschäftigt. Einer von ihnen ist Matthias Köppen. Aufgabe des Haustechnikers ist es, alle Funktionen zu überwachen und kleinere Schäden sofort zu reparieren. Ich habe eine Störmeldung bekommen. Das ist ein Revierer, also ein schwer entflammbarer Stoff. Aber nicht so schwer wie Sand. Am nächsten Tag. Bühne und Backstage-Bereich sind fertig. Zur karibischen Nacht machen sich nun 12 Amateurmodels startklar für ihren Auftritt. Letzte Instruktionen von Agenturchefin Doris Melchner. Also, in der Mitte die pinkfarbenen, so beginnen wir. Und immer in Zweiergruppen raus. Dann eben nach vorne, wenn der Beat einsetzt. 4 Takte stehen bleiben, über die linke Schulter zurück. Und wieder 4 Takte und wieder umdrehen. Letzte Formationsübung vor dem Auftritt. Die Models sollen bei 34 Grad Bademoden präsentieren. Die Schuhe allerdings sind im Schwimmbad eine Herausforderung. Ich habe jetzt eher ein bisschen Angst mit auf der Bühne, nicht, dass da Wasser hinkommt, nicht, dass rutschig ist. Mal schauen. Einfach immer schön weglächeln. Familie Bungert bekommt von den Vorbereitungen nur wenig mit. Für sie ist der letzte Abend angebrochen. Morgen früh geht es zurück ins heimische Bonn. Du kannst es nicht an einem Tag schaffen, wahrscheinlich auch nicht in zweien. Ist aber auch nicht so tragisch. Du kannst hier machen, was du willst. Du findest hier definitiv deine Nische, dich zu entspannen. Das ein oder andere war super toll. Wieder anderes, ja, bin ich halt nicht so eingestellt vielleicht. Ja, und ansonsten halt die freie Zeit, die man ohne die Eltern hatte, ne? Das ist halt auch immer schön. Schwimmen war auch toll. Und rutschen, ja. Herzlich willkommen in der Therme Erding, der größten Therme der Welt. Die einen reisen ab, für die anderen geht die Party jetzt richtig los. An diesen Bananen darf sich das Publikum festklammern, wenn 12 Badenixen die neueste Schwimmmode präsentieren. Die karibische Nacht ist ein Dauerbrenner im Veranstaltungsprogramm. Sie findet bis zu 3-mal im Jahr statt. Ein Symbol des Wandels vom Gesundheitsbad zum Freizeitvergnügen im Cluburlaub-Ambiente. Und die Expansion geht weiter. Der nächste Ausbau der weltgrößten Therme ist schon geplant.